Die 26. Ausgabe des Swiss Alpin war länger, höher und schwerer, aber auch schöner. Erstmals seit langer Zeit ging es wieder über den Zetig Pass. Der erste Teil des Films zeigt die ersten 40 Kilometer von Davos bis nach Bergün. Längenmatte. Beginn des Anstiegs nach Mondstein. Besonders beeindruckend ist immer der Lauf über den Wiesner Viadukt.
Nach etwa 30 Kilometern Laufstrecke erreichen wir Filisur. Ab hier beginnt ein neuer Weg. Weit und breit kein Läufer. Des K78 und hier kommt der Zwischenstand in Sertik Tauragi Kapuraki. Gleich schnell unterwegs wie der Schweizer Bruno Heumann.